Willkommen bei einem neuen Video hier bei Die Frage und heute stelle ich mir die Frage, ist Fear Street ein guter Horrorfilm? Und was soll ich sagen, Leute? Nein, ist es nicht. Es ist weder gruselig, noch ist es in der Ebene Slasher ein guter Film. Es hat mich sehr an Stranger Things erinnert, nur dass hier actually mal wer gestorben ist. In dieser Filmreihe begleiten wir Dina, Josh und die anderen Leute um sie herum auf dieser verfluchten Reise vor der Hexe. Und zwar geht es darum, dass Sam bei einem Unfall aus Versehen ein Grab schändet, das ursprünglich zu einer Hexe gehört hat, die anscheinend einen Fluch über die Stadt Shadyville gelegt hat und dadurch immer wieder irgendwelche random Personen zu irgendwelchen Psychokillern macht. Und durch diese Schändung des Grabes ist die Hexe nicht ganz so nett drauf und möchte jetzt dieses Sam eben tot sehen und setzt eben alles dran, sie zu töten. Wie macht sie das? Sie lässt einige ihrer alten, bereits toten Psychokiller wiedererwecken, macht sie im Prinzip unsterblich und diese Psychokiller jagen sie dann. Diese Filme sind vor kurzem erst bei Netflix erschienen und haben auch für Aufsehen erregt, sind auch etwas hyped gewesen und ich habe viel Positives darüber gehört und ich dachte mir, ich schaue es auf jeden Fall mal an. Nach Teil 1 muss ich aber sagen, ich habe da absolut keine Lust weiterzuschauen. Ich möchte, bevor ich weiterrede, eine ganz bestimmte Stelle aus dem GQ-Magazin zitieren. Aber Firmenfusion und die Pandemie haben das Schicksal der Filme verändert, so landete der Grusel schließlich bei Netflix. Das Warten hat sich gelohnt und das Ergebnis ist ein Beweis dafür, dass die Regisseurin, die auch für die Serienadaption von Scream verantwortlich war, das Horrorgenre ganz genau kennt und beherrscht. Was? Zuerst einmal Grusel. Es gab keine Szene daran, an der man sich hätte gruseln können. Der Film war viel zu locker aufgebaut, es gab gar keine richtige Stimmung. Billige Sounds, billige Jumpscares, die nicht gut waren, viel zu viel lockere Musik, die Charaktere haben teilweise gar nicht wirklich ernst gehandelt, heißt der Film hat sich nicht mal wirklich so ernst genommen teilweise. Und allein das ist ja schon ein Widerspruch in sich. Wenn sich ein Horrorfilm nicht ernst nimmt, dann kann es kein guter Horrorfilm sein. Denn immerhin verschwindet die ganze Stimmung, die Atmosphäre, die aufgebaut ist, dadurch sofort. Und es ist nicht ganz so leicht, eine gute Atmosphäre aufzubauen. Und dieser Film schafft es nicht ein einziges Mal, eine gute Atmosphäre aufzubauen. Das erste Drittel von dem Film ist generell sehr, sehr langweilig gehalten. Es ist alles sehr, sehr merkwürdig an diesem Ort und ich habe mich echt gefragt, ob das wirklich normal war, dass da plötzlich zwei Städte, die sich anscheinend sehr hassen, wirklich bis auf den Tod bekriegen. Das war mehr als übertrieben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das kann ich denen einfach nicht abnehmen, dass es wirklich so war. Dann gibt es einen relativ nicen Twist. Der hat mir ganz gut gefallen. Und zwar haben wir gesehen, dass Ryan Torres, der ja am Anfang des Filmes erschossen wurde, einer der Killer ist, die sie verfolgen. Und das fand ich ganz cool. Hat erstmal so ein kleines Fragezeichen in meinem Gehirn hinterlassen. Und war auf jeden Fall eine ganz coole Idee. An sich waren die meisten Aktionen der Charaktere gar nicht schlecht. Also die waren meistens eigentlich relativ verständlich und mehr oder weniger normal anzusehen. Was ich allerdings zum Beispiel gar nicht verstanden habe, war das Verhalten dieser drei Killer. Ihr müsst euch das mal so überlegen. Das erste Mal, dass einer der Killer auftaucht, ist bei Dina und dann auch bei Kate zu Hause. Wir erfahren dann später, dass sie nicht umbringen wollten, aber dort waren, weil die beiden jeweils Blut bei sich im Haus hatten, das zu Sam gehörte. Wir merken uns also, diese Killer wollen nur Sam töten. Ansonsten haben sie kein Interesse an anderen. Im Krankenhaus töten sie aber einen der Assistenzärzte und die Empfangsdame und den Freund von Sam. Okay, das könnte auch einfach nur ein Kollateralschaden sein, die standen vielleicht im Weg und mussten eliminiert werden. Dann trifft Simon auf der Straße auf einen der anderen Killer und sie versucht ihn umzubringen. Also wollen sie wohl doch alle umbringen. Dann erfahren wir im Wald, dass die Killer aber nur Sam umbringen wollen. Immerhin läuft der Axtmörder an Josh vorbei und möchte ausschließlich Sam umbringen. Er versucht nicht mal jemand anderen umzubringen, nicht mal jemanden, den er zuvor noch erwischen könnte und im Nachhinein immer noch Sam erwischen könnte. Und dann sagen die Hauptcharaktere sogar, dass sie hinter Sam her sind und nicht hinter den anderen.
In der Schule sehen wir wieder, dass sie an den anderen vorbeilaufen und ins Klo gehen, wo sie Samantha vermuten. Also anscheinend sind die anderen denen egal. Im Kaufhaus greifen sie aber dann doch wieder die anderen an. Warum? Warum seid ihr nicht hinter Sam her? Und zwar alle drei. Warum habt ihr auch die anderen töten wollen auf einmal? Es hat keinen Sinn gemacht. Sie haben sich andauernd widersprochen. Was sollte der Sinn sein? Ich habe mich nämlich im Kaufhaus schon gefragt, warum die eigentlich Angst haben. Die müssten ja eigentlich wissen, dass sie sie eh nicht umbringen wollen und daher würden sie eh nicht sterben und müssten eigentlich nur ein bisschen Zeit gewinnen. Dann kam eine Sache, die mich dann doch etwas schockiert hat, im positiven Sinne. Und zwar sind dann Kate und Simon gestorben, auf eine sehr brutale Art und Weise. Und das habe ich nicht erwartet. Ich habe eher erwartet, dass es wie bei Stranger Things ist und einfach keiner von denen stirbt. Und wir am Ende eher so eine Art Happy End bekommen. Was auch einfach überhaupt keinen Sinn gemacht hat, war dieser ganze Part zwischen Josh und Kate. Josh schien für mich der viel jüngere Typ zu sein. Die beiden hatten keine Chemie. Keine. Der Hauptteil des ganzen Films, während der gesamten Flucht, dauert ein paar Stunden an. Es ist die gesamte Zeit über die gleiche Nacht. Am Anfang der Nacht hat Kate für Josh nichts übrig. Die haben während der gesamten Nacht vielleicht zweimal geredet. Und auf einmal lädt sie ihn zu sich in die Kabine ein und die machen rum. Später sogar noch einmal. Hä? Was? Warum? Woher kam das auf einmal? Er war einfach nur der kleine, notgeile Bruder, der ihr nicht mal in die Augen schauen kann. Und sie hat sich null für ihn interessiert. Warum habt ihr das unbedingt aufbauen müssen? Das war so gezwungen. Das hat man einfach sofort gemerkt, das hat einfach keinen Sinn gemacht. Sie versuchen gegen Ende des Films, die letzte Überlebende von dem Axtkiller-Mörder 1978 zu erreichen, denn die hat die ganze Sache schon überlistet und versuchen da eine Lösung zu finden, wie sie Sam retten können. Sie erreichen sie aber erstmal nicht und ganz am Ende, als sie denken, sie haben die Hexe mit der gleichen List ausgetrickst, wie die letzte Überlebende davor, bei der es hieß, sie ist gestorben, wurde dann wiederbelebt und dann war der Fluch ja weg. Diese Überlebende sagt ihnen dann, dass der Fluch so nicht gebrochen wird. Dann frage ich euch, wenn der Fluch nicht gebrochen werden kann, wie hat sie dann bitte schon 16 Jahre weiter in der Stadt überleben können? Wie? Diese Killer müssten sie ja dann auch immer noch jagen. Und wenn das nicht für Leute gilt, die das Grab nicht geschändet haben, warum weiß sie so etwas? Nach dieser ganzen Killeraktion in diesem Camp wäre sie so sehr traumatisiert, dass sie nicht irgendwie plötzlich diese super weise Person werden könnte, die dann alles weiß. Das hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Das Beste war ja auch noch, dass sie am Ende des Filmes in dieser Fortsetzung gezeigt haben oder angeteasert haben, was dann eben im nächsten Teil passiert. Und man sieht einfach, wie die Schwester von ihr stirbt. Was? Also sehr, sehr schade auf jeden Fall. Ich habe mich eigentlich schon auf einen Film gefreut, der mich dann doch vielleicht ein bisschen aus den Socken hauen würde. Denn immerhin wurde er mit sehr, sehr positiver Kritik mir gegenüber geschildert. Und daher bin ich dann doch etwas enttäuscht gewesen. Denn dieser Film war leider absolut nichts. Dass auch Josh nach dem Anblick von Kate nicht übelst traumatisiert war, keine Ahnung, kann ich absolut nicht verstehen. Das war so ein wirklich neumodischer Teenie-Horrorfilm, wurde allerdings meiner Meinung nach nicht so beworben. Und tut mir leid, Filmemacherin Lee Janiak, dir wird wohl anscheinend nachgesagt, dass du das Horrorgenre sehr gut beherrschst und ich muss dich leider enttäuschen, das ist auf keinen Fall so. Wie fandet ihr die Filmreihe oder den Film? Habt ihr euch alle davon angeschaut oder seid ihr nach dem ersten ausgestiegen? Sagt es mir mal in den Kommentaren, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, das nächste Video erscheint, wenn die Frage gestellt wird. Ciao.